Eines Abends kehrte Donald ins Depot zurück. Er hatte einen schweren Arbeitstag hinter sich, allerdings fehlte von seinem Bruder Douglas jede Spur. »Hey Donald«, sagte Ben, »wie geht's dir? Wo ist Douglas?« »Ach, der übernachtet heute bei Tom, so damit habe ich auch überhaupt kein Problem.« »Ist was mit deinem Bruder?«, fragte Ben. »Oh ja, wegen ihm habe ich mich verspätet und er wollte seine Schuld nicht zugeben, stattdessen schiebt er sie mir in die Schuhe.« »Manchmal wünsche ich mir echt, dass wir nie zusammenarbeiten müssen. Nie mehr.« »Mit solchen Wünschen musst du aufpassen«, sagte Ben. »Seitdem ich mir so etwas gewünscht habe, habe ich meinen Bruder nie wieder gesehen.« »Deinen Bruder?« »Ja, mein Zwillingsbruder Bill. Erzähl dir mal, wie das gewesen ist.« Und Ben erzählte Donald alles von seinem Zwillingsbruder. »Wie bereits gesagt, ich habe einen Zwillingsbruder namens Bill. Wir sehen genau gleich aus, nur unsere Namenplatten und Nummern unterscheiden sich.« Wir haben früher immer zusammengearbeitet, zusammengespielt und was man nicht auch noch so als Brüder macht. Es war eigentlich ganz schön. Wir haben zusammen Waggons gezogen, Züge zusammengestellt und rangiert. Natürlich kam es hin und wieder mal dazu, dass wir uns gestritten haben. Aber früher oder später haben wir uns immer wieder vertragen. Bis zu diesem Tag. Mein Lokomotivführer hat etwas Geld gespart und versprach mir eine neue Bemalung. Bill war auf dessen eifersüchtig und wollte auch neu bemalt werden. Seine Eifersucht entwickelte sich dann zu Unvorsichtigkeit bei der Arbeit. Er rangierte die Waggons ziemlich heftig. Und dieses eine Mal ein wenig zu heftig. Er hat die Waggons so heftig gerammt, dass er drei von ihnen geschrottet hatte. Allerdings wurde er dabei beobachtet. »Hey, wer war das?« »Ben, Sir«, sagte Bill, »er hat mir die Schuld in die Schuhe geschoben. Das kann ich inzwischen durchaus nachvollziehen, aber damals hat es bei mir endgültig den Faden gerissen. Vor allem, mein Lokomotivführer musste die Waggons bezahlen und die neue Bemalung konnte ich vergessen. Und dann habe ich meinen größten Fehler gemacht. Ich bin zu unserem Kontrolleur gegangen und habe ihm vorgeschlagen, mich an eine andere Eisenbahn zu verkaufen, damit das Geld wieder da ist.« Er war einverstanden und ich wurde auf ein Schiff geladen. Ich habe mich nicht einmal von Bill verabschiedet. Auf dem Schiff dachte ich dann zum ersten Mal darüber nach, ob ich vielleicht doch etwas falsch gemacht hatte. Aber ehe ich mich versah, war ich schon in einer englischen Eisenbahnwerkstatt. Der dicke Kontrolleur war gerade dort, weil er eine neue Lokomotive für die Hafenstrecke brauchte. Ich war ziemlich froh, als er sich für die zwei anderen Lokomotiven nicht entschied. Allerdings war ich umso enttäuschter, dass er sich auch nicht für mich entschied. Stattdessen nahm er Edward, da erkenne ich ihn auch schon. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt Zweifel, ob ich überhaupt jemals von ihr wegkommen würde, aber eines Nachts kam der dicke Kontrolleur nochmal her und er brauchte mich, damit ich Thomas helfen konnte. Ja, und so bin ich hierher gekommen. Ich bereue viele meiner Taten in der Vergangenheit. Ich würde alles dafür geben, Bill einmal wiederzusehen. Ach du schnaufender Schornstein. Hey Donald, wo willst du denn hin? Ich muss mich bei Dougie unbedingt entschuldigen, ey du. Oh, diese Geschichte. Wiedersehen, Ben. Ja, gute Nacht. Donald fuhr tatsächlich zu Thomas, um dort Douglas zu suchen, aber fuhr auch nochmal zum dicken Kontrolleur. Hey, Ben. Psst. Ben, aufwachen. Ben. 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 Hallo, Ben. Bill? Bill, bist du das? Hi. Du, ich, du zuerst. Na gut. Also ich, es tut mir so leid. Mir auch. Entschuldigung angenommen. Na, gefällt dir meine kleine Überraschung?
Oh, danke so sehr jetzt. Oh, danke, dass ich meinen Bruder wiedersehen kann. Oh, danke. Bill und Ben waren nun überglücklich, endlich wieder zusammen zu sein. Nun arbeiteten sie zusammen, spielten zusammen und was sonst noch Brüder so tun. Natürlich kommt es hin und wieder mal dazu, dass sie streiten. Aber früher oder später vertragen sie sich immer wieder und arbeiten sehr hart. Ich bin mir sicher, dass du mich jetzt nicht einholen kannst. Haha, na, das werden wir ja sehen, Bruder. Los geht's! Und sie arbeiten wirklich schwer. Aber nicht nur sie. Alle Lokomotiven geben ihr Bestes, um wirklich nützlich zu sein und arbeiten dafür so hart wie möglich. Egal, ob sie rangieren, schnelle Passagierzüge ziehen oder schwere Güter befördern. Sie alle wollen wirklich nützlich sein und sind das auch zum größten Teil. Egal, ob sie alleine arbeiten oder in Gesellschaft. Der dicke Kontrolleur ist stolz auf alle seine Lokomotiven. Hallo alle zusammen. Ich bin Thomas, die Rangierlokomotive, und das war die zweite Staffel von Modelleisenbahnabenteuer. Ganz richtig, jetzt wird es eine Pause geben, möglicherweise kommt die nächste Staffel erst nächstes Jahr, aber ich will noch nicht zu viel sagen, dafür wird die bestimmt noch viel besser als die hier. Wartet einfach ab, was mein Besitzer euch noch zu sagen hat. Danke fürs Zuschauen, alle zusammen.